Ein gigantischer Felsbrocken rast durch den Weltraum, auf direktem Kollisionskurs mit der Erde. Schlägt er dort ein, kommt es zu einer globalen Katastrophe. Das ist keine Science Fiction. Genau das ist passiert vor 65 Millionen Jahren. Und fast alles Leben auf der Erde, auch die Dinosaurier, wurde ausgelöscht. Viele Wissenschaftler glauben, das war kein einmaliges Ereignis. Doch was die Dinosaurier ausrottete, könnte noch einmal geschehen. Und dann wären wir die Opfer. Wird es wieder einen Einschlag geben? Mit Sicherheit. Die Erde ist eine Zielscheibe. Woraus bestehen diese geheimnisvollen Himmelskörper? Woher kommen sie? Und falls einer die Erde erneut bedroht, können wir ihn stoppen? Noch rechtzeitig? Für uns sind Kometen ein fesselndes Himmelsspektakel. Die meisten kreisen harmlos um die Sonne. Aber manche stoßen auch mit anderen Himmelskörpern zusammen, wie der Erde. Bei Geschwindigkeiten von über 40.000 Stundenkilometern kann sogar ein kleiner kosmischer Angreifer enormen Schaden anrichten, wie in der Wüste von Nord-Arizona vor 50.000 Jahren. Es begann als fulminantes Glühen am Nordhimmel und dauerte nur einen Augenblick. Knapp 20 Meter war der Fels breit. Er hinterließ einen Krater von etwa 1,5 Kilometern Durchmesser und 230 Metern Tiefe. Im kosmischen Maßstab ein unbedeutender Zusammenstoß. Wenn derselbe Brocken heute einschlagen würde, nur 55 Kilometer westlich, Flagstaff in Arizona und seine Einwohner würden ausgelöscht. Der Einschlag eines noch größeren Objekts mit 2-3 Kilometern Durchmesser würde die Erde total verwüsten, so der Astronom Michael Ahern. Der Einschlag eines Kometen würde so viele Menschen töten und könnte so dauerhafte Veränderungen der Umwelt verursachen. Das würde das Ende der Menschheit bedeuten. Wissenschaftler nehmen an, dass ein einziger Einschlag aus dem Weltall vor 65 Millionen Jahren die Dinosaurier ausrottete. Ein etwa 10 Kilometer großer Meteorit schlug auf der mexikanischen Halbinsel Yucatan ein. Er riss einen Krater von fast 200 Kilometern Breite und 30 Kilometern Tiefe in nicht mal einer Sekunde und entfesselte eine Explosion stärker als alle Nuklearwaffen der Welt zusammen. Die Schockwellen erzeugten auf der ganzen Welt Erdbeben und jagten Tsunamis über die Ozeane. Eine gigantische Staubwolke erhob sich Kilometer hoch in den Himmel, umhüllte den Erdball und tauchte ihn für viele Jahre in Finsternis. Die Dinosaurier gingen langsam zugrunde. Aber nicht nur sie. Mehr als die Hälfte aller Tier- und Pflanzenarten auf der Erde wurde ausgelöscht. In unserem Sonnensystem gibt es zwei Arten kosmischer Geschosse, die zu einer Zerstörung von so gewaltigem Ausmaß fähig sind. Asteroiden und Kometen. Asteroiden sind Kleinstplaneten, dichte Brocken aus Fels und Metall, übrig geblieben bei der Entstehung unseres Sonnensystems vor 4,6 Milliarden Jahren. Die meisten befinden sich zwischen Mars und Jupiter in einer Umlaufbahn, dem Asteroidengürtel. Kometen geben sich da sehr viel geheimnisvoller. Auch sie entstanden bei der Geburt unseres Sonnensystems. Aber anders als Asteroiden bestehen sie aus Gestein und Eis. Wie der Halley'sche Komet umkreisen viele Kometen die Sonne in berechenbaren Bahnen mit berechenbaren Umlaufzeiten. Über unzählige dieser Himmelskörper wissen wir aber nichts. Mit unvorstellbarer Geschwindigkeit durchstreifen sie den Weltraum mit über 30.000 Kilometern pro Stunde.
Für Wissenschaftler, die den Weltraum beobachten, sind sie wie Kohlestaub auf schwarzer Leinwand. Nämlich unsichtbar bis zuletzt. Nur in Sonnennähe sind sie leichter zu entdecken. Als Eisgebilde stoßen Kometen Gas und Staub aus, sobald die Sonne sie erwärmt. Trifft Licht auf diesen Weltraummüll, flammen die Kometen auf. Man kann sie dann Millionen Kilometer weit sehen. Bewegt sich einer auf die Erde zu, ist es zu diesem Zeitpunkt aber vielleicht schon zu spät, um ihn aufzuhalten. Bisher wurden über 1000 Kometen registriert. Jedes Jahr entdecken wir im inneren Sonnensystem vielleicht 100 Kometen, die wir noch nie zuvor gesehen haben. Jeder Neuzugang erhöht das Risiko, dass einer die Erde trifft. Die Erde ist so eine Art kosmischer Schießstand. Wir werden von Kometen und Asteroiden verschiedener Größe getroffen. Die großen stellen eine sehr reale Gefahr dar. Der nächste Einschlag eines Kometen ist nur eine Frage der Zeit. Der letzte ereignete sich 1908. Eine gewaltige Explosion erschüttert Tunguska in Sibirien. Augenzeugen berichten von einem fliegenden Stern mit feurigem Schweif. Der Himmel öffnet sich und gießt ein Feuer aus, heller als die Sonne. Ob Asteroid oder Komet, die Reibung mit der Erdatmosphäre lässt ihn mitten in der Luft explodieren. Er brach 9 Kilometer über der Erde auseinander. Eine riesige Explosion erhellte tagelang die Atmosphäre. Man konnte in Europa tatsächlich bei Nacht lesen. Der Einschlag von Tunguska war größer und stärker als der Ausbruch des Vulkans Mount St. Helens. Er hinterließ keinen wirklichen Krater, aber er legte einen Wald mit Millionen Bäumen auf Hunderten von Quadratkilometern um. Die Fläche einer mittleren Großstadt. Wäre das über einer Großstadt passiert, hätte es die Bevölkerung im Umkreis von 1000 Quadratkilometern ausgelöscht. Für Astronomen war Tunguska ein Near-Miss, ein relativ kleiner Einschlag. Wie würde ein wirklich katastrophaler Einschlag aussehen? Wissenschaftler konnten das im Jahre 1994 beobachten. Ein Komet schlug auf dem Jupiter ein. Ein Jahr zuvor hatten Astronomen Shoemaker-Levy 9 entdeckt. Als der Komet vom äußeren Sonnensystem unterwegs zur Sonne war, flog er nahe am Jupiter vorbei. Gefährlich nahe. Jupiter ist der größte Planet im Sonnensystem und besitzt eine ungeheure Gravitation. Als der Komet vorüberflog, zog ihn der Planet mit gigantischer Kraft an. Der Komet brach auseinander. Die leichteren Bruchstücke mit weniger als 3 Kilometern Durchmesser hatten keine Chance gegen die Gravitationskräfte des Planeten. Am 16. Juli 1994 stürzten sie mit Geschwindigkeiten von über 150.000 Kilometern pro Stunde auf seine Oberfläche. Falls es irgendwelche Zweifel gab, dass Kometen mit Planeten zusammenstoßen, damit war es eindeutig bewiesen. Eine ganze Reihe von Kometen schlug auf dem Jupiter ein, einer nach dem anderen. Die Explosionen waren enorm. Jeder Einschlag schleuderte Staub und Schmutzfahnen tausende von Kilometern in die Jupiteratmosphäre hinauf und hinterließ riesige Narben auf der Gasoberfläche des Giganten, einige größer als die Erde. Das sogenannte G-Fragment schlug mit einer Energie von 6 Millionen Megatonnen ein. Das entspricht in etwa der Hiroshima-Explosion, aber im Sekundentakt und 13 Jahre lang. Es war der Weckruf von Mutter Natur an alle Menschen. Hey, da draußen gibt's Einschläge. Hätte Shoemaker-Levy 9 die Erde getroffen, wäre das katastrophal gewesen.
Was würde der Einschlag eines Meteoriten bewirken, der nur einen Bruchteil dieser Größe hat? Auf der Erde hätte er verheerende Folgen. So könnte es sich abspielen. Wissenschaftler haben einen 8 Kilometer großen Kometen entdeckt, der auf Kollisionskurs mit der Erde ist. Es ist zu spät, ihn aufzuhalten. Das Erste ist, dass der Himmel aufleuchtet und der Boden bebt. Sternschnuppen ziehen über den Himmel, wenn der Kometenstaub in der Erdatmosphäre verglüht. Wälder fangen Feuer, entzündet durch überhitzte Luft. Wenn der Komet einschlägt, werden Millionen Tonnen rotglühenden Gesteins und Staub hochgeschleudert. Der aufgewirbelte Schmutz verdunkelt die Erde. Er schirmt die Sonne ab. Aus Tag wird scheinbar ewige Nacht. Es wird ganzjährig Winter sein mit Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Mehr als ein Jahr wird es dauern, bis der Staub sich setzt und wieder Sonnenlicht durch die Wolken dringt. Wenn das passiert, beginnt sich die Erde zu erwärmen. Viel zu schnell. Eine erhöhte Gaskonzentration durch den Einschlag erzeugt, verwandelt den Planeten in ein Treibhaus. Millionen Spezies, die die Kälte überlebt haben, können jetzt der Hitze nicht standhalten. Sie sterben. Es dauert Tausende von Jahren, bis sich das Leben auf der Erde wieder erholt hat. Aber wie wahrscheinlich ist es, dass ein Komet die Erde treffen wird? Wird es wieder einen Einschlag geben? Mit Sicherheit. Die Erde ist eine Zielscheibe. Die Chance, dass zu unseren Lebzeiten ein größerer Einschlag stattfindet, ist gering. Vielleicht 1 zu 100.000. Im 17. Jahrhundert entdeckten Himmelsbeobachter, dass manche Kometen die Sonne in regelmäßigen Intervallen umkreisen, wie Planeten. Ein Astronom hat sogar die Rückkehr eines Kometen vorhergesagt, der heute seinen Namen trägt, Halley. Aber niemand wusste, woraus sie bestehen oder woher sie kommen. Noch 1950 konnten Astronomen ihre wahre Natur nur erahnen. Fred Whipple, der Begründer der Kometenforschung, beschrieb Kometen als fliegende Berge aus gefrorenen Gasen, Eis, Staub und Schmutz. Er nannte sie schmutzige Schneebälle. Er nahm an, dass Kometen bei der Annäherung an die Sonne Staub und Gas herausschleudern, wenn das Eis verdampft, was auch ihren Schweif erzeugt. Erst in den 80er Jahren konnten Astronomen die Theorie Whipples überprüfen, weil sie jetzt an die rasenden Eisbälle herankamen. Sie entdeckten Erstaunliches. 1985 wurde eine Raumsonde durch einen Kometenschweif gesandt, vollgepackt mit Sensoren. ...1986 schickte die Europäische Weltraumorganisation eine Sonde namens Giotto los, um den Kern des Halley'schen Kometen zu erforschen. Die Wissenschaftler fürchteten, der von Halley ausgestoßene Staub würde Giotto zerstören. Er tat es nicht. Giotto überstand die Einschläge und funkte faszinierende Fotos zur Erde von einer kraterübersäten, schwammartigen Oberfläche mit Gaseruptionen. Die Wissenschaftler fragten nun, wie kompakt Kometen tatsächlich sind. Im Jahr 2000 erhielten sie neue Anhaltspunkte. Auf seinem Weg zur Sonne war Linear, ein Komet, auseinandergebrochen. Teleskope auf der Erde und im Weltraum hatten diese Explosion aufgezeichnet und damit der Wissenschaft erstmals Einblick in die chemische Zusammensetzung des Kometenkerns erlaubt. Diese Informationen zusammen mit Daten früherer Flüge bestätigten, was die Astronomen bereits geahnt hatten. Kometen sind nicht hart wie Eis. Sie sind erstaunlich locker, porös, ja zerbrechlich. An der Johns Hopkins Universität simuliert Hal Weaver die Beschaffenheit eines Kometen. Dann basteln wir uns mal eines der simpelsten Objekte im Sonnensystem, einen Kometenkern. Diese Wattebäusche halten nur lose zusammen. Einer fiel gerade herunter. Wenn Kometen das innere Sonnensystem passieren, heizen sie sich auf. Und dabei fallen manchmal die kleinen Wattebäusche ab und brechen auseinander.
Kometen bestehen hauptsächlich aus Wasser, Schmutz, Ammoniak und Kohlenstoff. In diesem Experiment Melasse. Sie sind durchzogen von gefrorenem Gas, das wir als Trockeneis kennen. Nähern sich Kometen der Sonne, verdampft das Eis. Gas und Schmutz werden ausgestoßen und formen sich zu dem charakteristischen Schweif. Das Eis geht direkt vom festen in den gasförmigen Zustand über. Genau das passiert, wenn sich ein Komet der Sonne nähert. Entspricht wohl nicht der ursprünglichen Vorstellung von einem Kometen, oder? Aber es ist ein einziger fester Körper. Auf der Oberfläche sind aktive, brodelnde Regionen. Bei den meisten Kometen lässt sich Aktivität nur an bestimmten Punkten feststellen. Und wenn sie durchs innere Sonnensystem fliegen und sich aufheizen, brechen manchmal Stücke ab. Und manchmal brechen sie sogar komplett auseinander. Dieses Wissen über die Instabilität von Kometen wirft die Frage neu auf: Wie können sie so viel anrichten? Bei Geschwindigkeiten von über 11 Kilometern pro Sekunde können auch kleine Kometen katastrophale Auswirkungen haben. Donald Yeoman untersucht Kometen für die NASA. Sie sind zerbrechlich. Man könnte sie mit der Hand zerbrechen, aber sie sind riesig. Sie haben Durchmesser von zig Kilometern und eine beachtliche Masse. Da spielt es keine Rolle, dass sie so zerbrechlich sind. Masse und Geschwindigkeit zählen, wenn sie einschlagen. Wir können Kometen, die auf die Erde zurasen, nicht stoppen, wenn wir sie nicht sehen. Aber woher kommen diese Reisenden im Kosmos? Auch diese Frage beschäftigt die Wissenschaftler. Three, green board all the way across. Two, we have main engine start. Zero and liftoff of the Stardust spacecraft returning a... Im Februar 1999 begann die NASA-Raumsonde Stardust ihre Reise zu dem Kometen Wild 2. Ihre Mission? Staub von Wild 2 aufnehmen und zur Erde zurückbringen. 3 Jahre und 3 Milliarden Kilometer später holte sie schließlich ihr Ziel ein. Mit einer gelgefüllten Petrischale sammelte sie mehr als 1000 Proben bei einer Geschwindigkeit von fast 20.000 Kilometern pro Stunde. Die Mission war ein beispielloser Erfolg. Im Januar 2006, 7 Jahre nach dem Start, kehrte die Frachtkapsel der Stardust zur Erde zurück. Mit ihrem Inhalt war sie für die Wissenschaftler wie eine Schatztruhe. Es wird Jahre dauern, diesen außerirdischen Staub zu analysieren. Aber etwas Überraschendes haben sie bereits über Kometen herausgefunden. Sie haben den gleichen Ursprung wie die Erde. Wir dachten, Kometen bestehen aus sonnenfremdem Material. Aber sie sind direkt bei unserer Sonne entstanden. Nahe der Erde geboren, als das Sonnensystem entstand. Der Komet kam dann auf eine Bahn, die ihn weit wegtrug. Viel weiter, als die Wissenschaft bisher annahm, wie die Daten von Stardust zeigen. Es handelt sich nicht nur um Material unseres Sonnensystems, sondern auch um solches von weit entfernten Sternen, das gewissermaßen vorbeikam. Eine richtige Baggerschaufel voll von Materie aus unserer Galaxis. Die Geschichte der Kometen beginnt vor 4,6 Milliarden Jahren. Unser Sonnensystem ist mitten in seiner unruhigen Geburt. Im Zentrum vereinigen sich eine Staub- und eine Gaswolke zu einer immensen Scheibe. Die starke Gravitation der Scheibe zieht immer mehr Materie nach innen. Druck und Temperatur steigen an, bis der enorm dichte Ball detoniert in einer nuklearen Fusion. Ein Stern ist geboren. Unsere Sonne. In der Umlaufbahn der neugeborenen Sonne bleibt ein Staubnebel zurück. Die Fragmente verfangen sich ineinander und verklumpen zu himmlischen Staubbällen.
In Jahrmillionen wachsen diese Klumpen beim Umkreisen der Sonne, bis sie eine Reihe von Planeten formen, einschließlich unserer Erde. Aber manche Staubklumpen, die zukünftigen Kometen, werden nicht zu Planeten. 1 Milliarde oder mehr wandern langsam in eine Umlaufbahn zwischen Neptun und Pluto, den Kuipergürtel. Trillionen anderer sind auf halbem Weg zum Nachbarstern, in ein nebulöses Reich, das Oortsche Wolke genannt wird. Hinausgeschleudert durch die Schwerkraftfelder großer Planeten wie das des Jupiter, haben sie sehr unterschiedliche elliptische Umlaufbahnen. Der Kuipergürtel ist eine Kometenregion. Dort drängen sie sich in einer scheibenförmigen Fläche. Aber in der Oortschen Wolke, die 1000-mal weiter draußen ist, bilden sie eine Art Anhäufung. Wir haben Objekte in dieser Art von Umlaufbahn, in dieser Art und in jener Art von Umlaufbahn. Sie kommen vom Rand des Sonnensystems. Erstaunlicherweise konnten Astronomen die Existenz des Kuipergürtels bis 1992 nicht beweisen, obwohl er Teil unseres Sonnensystems ist. Heute wird angenommen, dass der Kuipergürtel der äußere Bereich von Kometen mit stabilen Umlaufbahnen ist. Ihre Umlaufzeit schwankt zwischen 3 und 200 Jahren. Der bekannteste Komet, Halley, kehrt alle 76 Jahre wieder. Aber die zweite Region, die Oortsche Wolke, 2 Lichtjahre entfernt, bereitet den Wissenschaftlern die meisten Sorgen. Sie vermuten, dass gelegentliche Störungen, wie die Veränderung in der Schwerkraft eines Sterns, einen Kometen aus dieser Wolke schleudern. Er kann dann von der Schwerkraft unserer Sonne erfasst werden und eine Reise zum inneren Sonnensystem antreten, die tausende Jahre dauert. Es ist nicht vorhersagbar, wann diese Kometen auftauchen. Und sie können aus allen Richtungen kommen. Einer ist vielleicht schon auf Einschlagskurs mit der Erde. »1997 wurde die Welt auf einen Kometen aufmerksam, der unbemerkt in unser Sonnensystem eingedrungen war. Zwei Hobbyastronomen entdeckten den unbekannten Eindringling in der Nähe des Jupiters. Heller als jeder andere, den sie zuvor gesehen hatten. Er wurde nach seinen Entdeckern Hale Bob getauft und war ein Besucher von der Oortschen Wolke.« auf seiner ersten Reise um die Sonne in 5000 Jahren. Als er sich erwärmte und sein gefrorener Kern verdampfte, wurde Hale Bob blendend hell. Sein üppiger Schweif reflektierte das Sonnenlicht in alle Richtungen. Die Kometen, die wir meist sehen, sind eher wie kleine Planeten. Ihr Gas und loser Staub ist durch häufige Annäherungen an die Sonne abgebrannt. Aber Kometen wie Hale Bob, direkt aus der Tiefkühlung der Oortschen Wolke, haben jede Menge Eis und Staub loszuwerden. Sie enthalten Wassereis, sie haben Kohlendioxideis, Trockeneis, sie haben Kohlenmonoxideis. Und alle diese Eisarten sind viel flüchtiger als Wasser. Wenn sie also ins innere Sonnensystem gelangen, drehen sie wirklich durch. Glücklicherweise hatten wir bei Hale Bobs tollem Auftritt nichts zu befürchten. Er flog unbehindert vorbei, 200 Millionen Kilometer von der Erde, nur ein Stück weiter entfernt als unsere Sonne. Aber was wäre bei einem Zusammenstoß mit unserer Erde passiert? Bei seiner Entdeckung war Hale Bob weniger als 2 Jahresreisen von der Erde entfernt. Vielleicht nicht weit genug, um ihn noch aufhalten zu können. Wenn wir Kometen frühzeitig entdecken und ihre Bahn voraussagen könnten, hätten wir viele Jahre Vorwarnzeit, sollte er auf uns zusteuern. Das ist eine große Aufgabe. Als ob man das riesige Meer des Alls nach einer Stecknadel durchsucht, die eine Katastrophe heraufbeschwören kann.
Aber genau das tun Astronomen. 1992 startete die US-Regierung ein ehrgeiziges Programm, um die Bedrohung durch Kometen und Kleinplaneten für die Erde zu analysieren, das Space Guard Survey. Heute sind Wissenschaftler auf der ganzen Welt an der mühsamen Aufgabe beteiligt. Sie richten ihre Teleskope auf eine einzelne Region am Himmel und machen periodische Aufnahmen. Sie reihen die Bilder aneinander und prüfen, ob sich von Bild zu Bild etwas bewegt. Wir schauen zuerst nach größeren Asteroiden und Kometen mit einem Durchmesser von etwa einem Kilometer. Dann dehnen wir eventuell die Suche auf kleinere aus. Wissenschaftler vermuten, dass sich in unserem Sonnensystem etwa 1100 Kometen und Asteroiden mit einem Durchmesser von über einem Kilometer befinden. Bis jetzt wurden über 700 von ihnen identifiziert. Und das sind nur die Riesen, die einen ungeheuren Schaden anrichten können. Wir werden wohl nie in der Lage sein, jede Gefahr zu lokalisieren. Es könnte Millionen Kometen und Kleinplaneten mit einer Größe von vielleicht 100 Metern geben, nur die Länge eines Fußballfeldes. Aber mehr als dreimal so groß wie der Fels, der vor 50.000 Jahren in Arizona einschlug. Beobachtung ist unsere beste Strategie, um eine Katastrophe für die Erde zu verhindern. Entweder man hat Jahre oder Jahrzehnte der Vorwarnzeit oder man wird komplett überrascht. Dazwischen gibt es nichts. Es gibt drei Dinge, die wichtig sind. Man muss sie früh entdecken, früh entdecken, früh entdecken. Angenommen, wir entdecken einen Kometen, der in Richtung Erde fliegt. Was können wir dann tun? Wissenschaftler haben gerade erst begonnen, Lösungen auszuarbeiten. Eine der Hauptideen? Mit einer Rakete beschießen, um den Kometen zu verlangsamen oder vom Kurs abzubringen. Das ist schwieriger, als es scheint. Wenn Kometen harte Eisbälle wären, wie zuerst angenommen, könnte ein starker Stoß von einer Rakete das Problem lösen. Aber manche Kometen könnten porös sein. Sie könnten einfach alles absorbieren, was man darauf schießt, wie ein Schwamm. 2005 testeten Wissenschaftler, wie ein Komet auf einen Beschuss reagieren würde. Sie versuchten, eine Rakete in einen Kometen hineinzuschießen. Anfang des 21. Jahrhunderts, nach 200 Jahren Rätseln über die Geheimnisse von Kometen, starten die Astronomen ihr bisher ehrgeizigstes Experiment. Sie nennen es Deep Impact. Sie wollen herausfinden, was passiert, wenn ein Raumfahrzeug mit 37.000 Kilometern pro Stunde in einen Kometen rast. Das primäre Ziel von Deep Impact ist, ins Innere eines Kometen zu blicken. Seine inneren Bestandteile haben sich seit der Entstehung des Sonnensystems kaum verändert. Das könnte uns wichtige Aufschlüsse über die Geburt unseres Sonnensystems geben. Aber Astronomen wollen so auch lernen, wie man einen Kometen auf dem Weg zu uns stoppen könnte. Deep Impact begann hier im Vertical Gun Range der NASA in Mountain View, Kalifornien. Hier ist der Job von Dr. Pete Schultz und seinem Team, herauszufinden, wie ein Komet auf einen Zusammenstoß reagiert. This particular instrument. Mit dieser besonderen Vorrichtung können wir eine kleine Kugel etwa 6 mm mit der 6- oder 7-fachen Geschwindigkeit einer Gewehrkugel abfeuern. Die ganze Anlage können wir so einstellen, dass die Kanone praktisch 3 Stockwerke hoch ist. Das ermöglicht es uns, das Projektil durch verschiedene Öffnungen in der Kammer zu schicken und so eine ebene Oberfläche unter verschiedenen Winkeln zu beschießen. Wissenschaftler vermuten, dass Kometen in ihrem Aufbau variieren. Also bauten Schulz und sein Team verschiedene Modelle und beschossen jedes mit dieser Ultra-Hochgeschwindigkeitskanone. Zuerst sehen wir, was passiert, wenn wir etwas beschießen, das wie Mondstaub aussieht. Dann, was passiert, wenn wir auf Staubflocken abfeuern. Und schließlich, was passiert, wenn wir auf Staubflocken zielen, die mit einer organischen Schicht bedeckt sind.
Wir sehen jetzt nach der Ausbildung der Krater. Hier finden wir immer noch einen Krater, nachdem es passiert ist. Aber in diesen beiden Fällen, also wenn wir Staubflocken verwenden, können wir den Krater nicht sehen. Er ist jeweils komplett abgedeckt. Die Flocken haben das Projektil komplett absorbiert. Ein enttäuschendes Resultat für Wissenschaftler, die hoffen, Einblicke in das Innere zu bekommen. Und noch etwas anderes musste Schulz in Erwägung ziehen. Was, wenn der ganze Komet extrem zerbrechlich und porös ist? Er suchte nach einer Substanz, um auch das zu simulieren. Der Komet könnte eine Art flockiger Ball sein. Er hat möglicherweise eine sehr geringe Dichte. Was sollen wir tun, um das zu simulieren? Das Beste ist vielleicht eine komplexe organische Struktur. Was könnte das sein? Zuckerwatte. Also wir werden versuchen, einen Laborkometen zu fabrizieren, einen imaginären Kometen, und sehen, ob wir darauf schießen können und was dann passiert. Wir brauchen ein sehr lockeres, faseriges Material. Okay, das sieht sehr gut aus. Wir werden das in der Vakuumkammer aufhängen, mit hoher Geschwindigkeit hineinschießen und herausfinden, ob es auseinanderfliegt oder ob das Projektil glatt durchgeht. Okay, wir sind alle bereit. Wir haben unseren Kometen aus Zuckerwatte. Lichter ausmachen und rausgehen. Das Projektil fliegt direkt durch den Kometen, aber die Kraft zerstört ihn. Das ist cool, oder? Er hat ein Loch hindurchgebohrt. Meine Güte. Ich muss das sehen. Oh mein Gott. Der Komet ist weg, das ist sicher. Was für ein Durcheinander. Aber das sind keine guten Neuigkeiten. Ein zerstörter Komet könnte sogar noch gefährlicher sein als ein intakter. Die Bruchstücke neigen nämlich dazu, auf der gleichen Bahn zu bleiben und ein Projektil in viele zu verwandeln. Als das Team 2005 die Tests abgeschlossen hatte, wagte die NASA den nächsten Schritt. Den Versuch, ein 370 Kilogramm schweres Geschoss in einen Kometen zu jagen, um herauszufinden, was im Inneren ist. Der Projektleiter von Deep Impact ist Dr. Michael Ahern von der Universität Maryland. Hier haben wir ein Modell unserer beiden Raumfahrzeuge. Viele glauben, es war nur ein Fahrzeug, aber in Wirklichkeit waren es zwei. Das Fahrzeug für den Vorbeiflug verfügt über alle Instrumente. Auf dieser Plattform an einer Seite. Ich drehe es herum. Das sind die Solarzellen für die Stromversorgung. Hier ist das Geschoss. Das ist ein Geologenhammer mit einer Dritteltonne, mit dem du auf etwas einschlägst, um zu sehen, wie es reagiert. 12. Januar 2005. Nach 6 Jahren des Forschens und der Vorbereitung war Deep Impact bereit für den Start. 3, 2, 1. We have ignition and liftoff of a Delta II rocket carrying Deep Impact. Das Ziel des Raumfahrzeugs ist ein 6 Kilometer großer Komet mit dem Namen Temple One. Er wurde 1867 entdeckt. Die Astronomen kennen ihn. Er umkreist die Sonne alle 5,5 Jahre und hat viel von seinem Gas und Eis verloren. Manche Leute fordern, wir sollten Kometen für die Nachwelt bewahren. Aber wir wollten Versuche an einem Exemplar durchführen, das charakteristisch für eine ganze Kategorie ist. Deep Impact benötigt nur 5 Monate, um Temple One zu erreichen. Am 4. Juli 2005 wendet das Raumfahrzeug und richtet seine Kameras auf den Kometen in 860.000 Kilometer Entfernung. Dann feuert es ein Geschoss ab. Wenn alles gut geht, wird die Kollision ein 200 Meter großes Loch in Temple One reißen. 8 Stockwerke tief, etwa die Größe des Kolosseums in Rom.
Aber es könnte den Kometen auch zerstören, indem es ihn auseinanderbricht. Auf der Erde halten Hunderte von Wissenschaftlern, unter ihnen Lucy Ann McFadden, den Atem an. Wir bekamen kein Signal mehr und mussten hier stehen und warten. Jeder versuchte, sich irgendwie zu beschäftigen und nicht nervös zu werden. Aber gerade rechtzeitig kommt das Signal wieder. Die Energie drang ein, schlug zurück und schleuderte all dieses Material nahe der Oberfläche heraus, das dann dem Sonnenlicht ausgesetzt war. Das ist gestreutes Sonnenlicht von all dem Staub, der aus dem Inneren von Temple One heraus befördert wurde. Der 6 Kilometer große Komet war mit dem Werkzeug der NASA, das 370 Kilogramm wog, bei einer Geschwindigkeit von 37.000 Kilometern pro Stunde zusammengestoßen. Diese Explosion entspricht fast 5 Tonnen TNT. Das Geschoss ist dabei vollständig verdampft und wirbelte weit mehr Staub auf als erwartet. Ein Grund für diese Staubmenge ist, dass die Partikel viel kleiner waren, als wir dachten. Ein sehr flockiger Körper. Diese Staubmenge ist ein verräterischer Hinweis für den Aufbau des Kometen. Temple One enthält, zumindest an der Oberfläche, weit weniger Eis, als die Wissenschaftler angenommen hatten. Die Staubanalyse zeigte Moleküle, die Kohlenstoff enthalten, organisches Material. Vielleicht haben Kometen solches Material vor Jahrmillionen auf die Erde gebracht. Eine zweite Exkursion zu dem Kometen ist bereits geplant. 2010 schicken wir Stardust nochmal zu Temple One und dem Krater, den wir gerissen haben, um zu sehen, was mit der Oberfläche und dem Rest des Kometen beim Einschlag passiert ist. Die Wissenschaftler hoffen, auch noch etwas anderes bei Deep Impact in Erfahrung zu bringen. Lösungen, wie die Kollision eines Kometen mit der Erde verhindert werden kann. Einige glaubten, Deep Impact würde Temple One auf eine geringfügig andere Bahn stoßen. Aber der Komet blieb exakt auf seiner ursprünglichen Bahn. Ein weiteres Ziel von Deep Impact war, eine Möglichkeit zu finden, wie man notfalls einen Einschlag abschwächen kann. Haben wir herausgefunden, was nötig wäre, um einen Kometen von seinem Kurs auf die Erde abzubringen? Wir haben nicht genug herausgefunden. Trotz der wenig schlüssigen Resultate betrachten viele Deep Impact noch immer als die beste Methode, einen bedrohlichen Kometen zu stoppen. Vielleicht wäre ein größeres Raumfahrzeug die bessere Lösung. Es könnte den Kometen viel härter treffen. Manche haben einen radikaleren Ansatz. Die Detonation eines atomaren Gefechtskopfes in der Nähe des Kometen, um ihn auf einen anderen Kurs zu bringen. Ein umstrittener Vorschlag wegen der unkalkulierbaren Folgen von Strahlung, die im All freigesetzt wird. Ein anderer Vorschlag ist, den Kern anzubohren und den Kometen von innen heraus zu sprengen. Aber das birgt die Gefahr, ein tödliches Projektil in viele zu verwandeln. Die Bruchstücke könnten auf derselben Umlaufbahn bleiben und wie der Schuss aus einer Schrotflinte ein noch größeres Gebiet verwüsten. Eine weniger gewaltsame, aber ebenso verblüffende Lösung: Laser auf dem Mond aufstellen, wo die Erdatmosphäre sie nicht ablenken kann. Man könnte vielleicht sogar ein Raumfahrzeug an den Kometen hängen und ihn aus dem Weg ziehen. Welche Lösung auch immer, alle Ideen bleiben vorerst Theorie. If a comet. Wenn ein Komet auf Erdkurs ist, können wir vielleicht nichts tun. Selbst wenn wir morgen wüssten, dass etwas auf dem Weg zu uns ist, bis jetzt gibt es keine verlässliche Methode, uns zu schützen. Eines Tages werden wir vielleicht den Kometen entdecken, der für uns bestimmt ist.
23. März 1989. Ein 800 Meter großer Asteroid ist kurz davor, die Erdbahn zu kreuzen. Nur 6 Stunden, nachdem unsere Erde vorübergezogen ist, kommt er dort an. Wie 2 Flugzeuge, die einander um Sekunden verfehlen. Die Menschheit sollte sie fürchten. Sie schlagen in der Tat auf der Erde ein. 2 Zweifellos können Kometen den Tod bringen. Aber können sie vielleicht auch neues Leben schaffen? Ein Experiment zu ihren schöpferischen Eigenschaften ist bereits im Gange. Die Europäische Weltraumorganisation will mit der Rosetta-Mission zum ersten Mal ein Raumfahrzeug direkt auf einen Kometen bringen. Wir wollen herausfinden, was eigentlich im Kern ist und was darüber. Und der einzige Weg ist, eine Sonne dort zu landen. Rosetta verließ 2004 die Erde. 2014 hat sie ein Rendezvous mit dem Kometen Churyumov-Gerasimenko. Während sie ihn in Richtung Sonne begleitet, soll sie ein Minilabor auf seiner Oberfläche absitzen. Die Sonde wird den Kern anbohren und Proben entnehmen. Die Proben werden sofort analysiert. Wir bringen die Proben nicht zurück auf die Erde ins Labor, sondern das Labor auf den Kometen. Rosetta wird uns bei der Beantwortung der Frage, ob Kometen eine Starthilfe für das Leben auf der Erde vor Milliarden Jahren waren, einen großen Schritt weiterbringen. In zukünftigen Missionen hoffen Astronomen sogar noch tiefer unter die Oberfläche von Kometen zu dringen. Das Ziel bleibt, mehr zu erfahren über ihren Aufbau und ihre Herkunft. Und über Mittel und Wege, wie wir sie notfalls stoppen können. Wenn dann wieder ein Komet über dem Himmel aufflammt, können wir ihn in einem ganz neuen Licht sehen. Nicht einfach als Vorbote des Todes, sondern als schöpferisches Werkzeug der Evolution.